Heute, wie versprochen, der zweite Teil vom Holztöffli. Der Aaron ist wieder da. Also er ist schon viel da, aber auch da vor der Kamera. Hallo Aaron. Hoi. Du hast es geschafft. Ja. Das Ziel erreicht. Ziel erreicht und dann vor dem Abgabetermin. Vielleicht gerade ein gutes Beispiel. Wenn ist Abgabetermin oder beziehungsweise wo können Sie es gehen, wenn gehen, anschauen? So. Vom 12. bis zum 14. April zu Schwenden hinein im Appenzellinerode. Sonst kannst du vielleicht an den Link unten rein tun. Ich habe sicher noch irgendwo einen Link unten rein und vielleicht versuche ich es da beim Bild unten die Adresse rein zu tun. Im Innerode ist in der Mehrzweckhalle oder Sporthalle, irgend sowas. Ist im Schulgebäude, in der Sporthalle, ja. Ich werde das sicher finden. Wird ausgeschildert sein, können Sie das unbedingt anschauen, dann können Sie das ganze Teil in live sehen. Aber damit ihr auch mal seht, was euch erwartet und wenn ihr es dann noch vollbracht bis zum Schluss, denke ich, spannen wir es nicht mehr lange auf die Folter und nehmen das Ding ab. He? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist doch der Wahnsinn. So Leute braucht die Welt wieder. Nicht nur Leute, die einfach wissen, wie es geht, aber keine Schrauben können gerade hier drüllen, sondern wir brauchen ja auch Leute, denke ich, die das Ganze machen können. Jetzt erzähl mal ein bisschen, wie es dir gegangen und ein bisschen, ja, so ein bisschen Höhen und Tiefen von dem Projekt. Wir haben ja letztes Mal schon viel gehört, aber vielleicht noch mehr Tiefe noch. Ich denke, was ich die wenigsten vorstellen können, ist der Ausmaß von dieser Zeit, die da drin fließt. Sind jetzt reine Arbeitszeit von 419,5 Stunden. Da habe ich ja alles notiert. Haben wir ja letztes Mal schon erwähnt. Und wie gesagt, das sind einfach die Zeit, die man da geschafft hat, nicht die, die man nachts im Bett gelegen ist und gehirnert hat. Ja, und vor allem die 419,5 Stunden sind eher noch ein bisschen abgedruckt als aufgedruckt. Also, ja. Und in den 419,5 Stunden hat man natürlich Höhen und Tiefen. Manchmal einen Moment, wo man denkt, das wird nichts. Was ist so das grösste Tief, das du gefunden hast, am liebsten würde ich hören, wenn ich nicht schon... Die Seitenschütze. Also, die da? Ja, ganz klar. Das ist, kann man sich vielleicht schlecht vorstellen, aber der, jedes einzelne Teil... Jetzt will ich da vielleicht wieder... Ja, da kannst du doch gerade mal anfilmen. Denke ich, da soll ich wieder ein bisschen begleiten mit der Kamera, wenn er doch etwas erzählt. Also, jedes einzelne Segment da drin ist ja ein einzelnes Brett. Und jedes einzelne Brett hat da innen einen Winkel, wo man... Dementsprechend müssen schleifen und das nächste anpassen. Und das ist etwas, das braucht Zeit und Aufwand und ist nicht gerade so einfach. Also da hat es sicher manches Moment gegeben, wo man mal ein kleines Zweifel gekommen ist. Liebst du gesagt, lass mich in Ruhe. Genau. Ja, genau. Was ist da sind noch andere im Arbeiten, außer bei uns. Was ist ein Highlight vielleicht, oder ein Gegenpol, wo ist es besonders gut gekommen oder besonders gut gegangen, wo unerwartet gut oder schön oder wie auch immer? Der Tank. Man stellt sich das extrem schwierig vor, im Vorhinein die Form anzubekommen. Aber wenn man dann mal anfängt und grob dahinter geht mit dem Winkelschleifer, kommt man eigentlich relativ schön an die Form an, wenn man ein weiss, was man tut. Wir reden jetzt aber von dem Tank als solches und nicht von dem Zinnausgüstung. Das ist ja auch noch so ein Thema. Ja, das ist dann wieder ein Krisenpunkt. Kommen wir aber später noch darauf zurück. Ihr wollt ja noch wissen, wie das Ganze dort hinhebt. Aber bleiben wir mal beim Resten. Genau. Ja. Vielleicht andere Sachen, die dich sagen, wo du sagst, da hätte ich nicht erwartet, dass das so gut überkommt. Jetzt für dich? Also so im Gesamtprodukt. So gaunieren sie so gesehen die Gesamtansicht. Ich glaube, da überrascht jeder, wie nah, dass jetzt auch da wieder der Töffli als Original herkommt. Man erkennt es sofort. Man muss niemandem erklären, was es ist. Auch wenn es minimale Abweichungen teilweise hat, wie jetzt ein gutes Beispiel hier oben rein, hat es beim Originalen hier nochmal Ausbuchtungen. Die habe ich einfach weggelassen, weil es von Grund auf hätte eine riesen Übung gegeben und so einen grossen Unterschied hätte auch nicht mehr gemacht. Ich glaube, Kunst bei so einem Objekt ist ja dann auch das weglassen, was es nicht braucht oder was in dem Zusammenhang zu Holz keinen Sinn ergibt. Es gibt ja auch noch ein paar Kleinigkeiten an der Seitenschütze, die nicht genau gleich sind, wo man aber gar nicht merkt. Ja, also man muss es aber erwähnen, dass es jemand merkt. Mhm. Also ja, zum Beispiel da, der Teil ist ja da eigentlich am Vergaser so ein bisschen mit den Winkeln noch mal ein bisschen angepasst. Da habe ich dann einfach weggelassen, haben da ein Brett gemacht. Muss ich dazu sagen, das ist ja ein Style,
eben so der Moment vom Verzweifeln, wo du eigentlich zuerst hast wollen anbauen. Du hast es eigentlich schon angebaut, nicht nur wollen, sondern du hast... Und es hat ultra komisch ausgesehen, obwohl die Winkel gestimmt haben. Ja. Also es hat falsch ausgesehen, obwohl es richtig ist. Genau. Kann man so sagen. So der Ecke da. Ja. Andere Sachen, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht so sieht, wo du findest, das müsste man eigentlich erwähnen. Besonders, aus irgendeinem Grund besonders sind, besonders schön oder besonders schwierig. Wenn ich jetzt immer mehr gemerkt habe, wenn man mal die Videos jemandem zeigt, was vorher noch nicht gesehen hat, was mit der Zeit nach langem Anschauen auffällt, sind die Ventilkäppchen. Ist etwas, das kommt im ersten Moment gar nicht auf, aber mit der Zeit, wenn man es mal eine Weile angeschaut hat, ist das etwas, wo auf einmal die Frage aufkommt, hey, was hast du denn dort noch gemacht? Oder dann fangen sie an zu zoomen und dann merken sie, das sind kleine Abschnitte von einem Ästchen oder so. Also generell, wenn ihr den Tag anschauen könnt, und wir hoffen, dass ihr möglichst viel klauen, die bitte nicht. Es wäre nicht so lieb, wenn ihr es die klauen würdet. Nur weil man es einfach wegschrauben kann, auch da steckt Arbeit und Liebe drin. Sonst, wenn wir so von vorne nach hinten, damit wir nichts verpassen durchgehen. Meine Räder haben wir letztes Mal relativ viel darüber erwähnt. Schutzblech eigentlich, glaube ich, auch, oder? Ja. Gabeln, ist das auch ein Thema, wo wir, glaube ich, noch mal drauf eingehen können? Ist jetzt etwas, wo ich sag mal, noch relativ schwierig ist zum Zusammenbauen. Wenn man mal viel studiert, dann die Hälfte der Hülle muss anziehen, dass man die einfahren kann, dass man nachher weitermachen kann mit dem Zusammenbau. Und alles in allem ist das definitiv vom Zusammenbauen her nachher das Schwierigste gewesen. Man hat es gar nicht so auf dem Schirm. Wir haben ja die Reibhülse drin, die eigentlich die Federung dämpfen. Und der Zeitpunkt, wenn man die einbauen muss, im Gegensatz zu den unteren und oberen Überstülphülsen, da hast du es, glaube ich, etwa dreimal auseinandergenommen. Ja, und in dieser Zeit war die Hälfte schon angekehrt. Ja, meine, man tut sie dann einfach leimen und irgendwann fängt es an zu ziehen. Die da schon mit Leim gearbeitet haben. Also es ist nicht so einfach, den Ablauf eigentlich da richtig durchzudenken, damit man am Schluss die Gabel zusammenbringt. Aber hast du es geschafft? Mit einer riesen Überrei, aber ist dann am Schluss zusammen gewesen, ja. Der Punkt fahren, laufen, wir haben jetzt leider nicht so schön Wetter, sonst wären wir noch gefahren. Aber ich darf sagen, es ist voll funktionsfähig. Ja. Ich bin doch in der Tür. Also du bist im halbfertigen Zustand damit gefahren damit. Also halbfertig, sprich, ist einfach der Tank noch nicht drauf gewesen. Wir haben einen Reser, also so einen Gutter hergemacht. Ja. Es ist wie der Holzbelmondo auch. Es ist wirklich voll funktionsfähig. Und es tut. Es läuft. Es fährt. Danke vielleicht nochmal eben. Zum 100. Mal hat es einen Metalltank drunter. Nein, der ist aus vollem Holz und hat nachher drin. Können wir vielleicht da mal noch rasch reinfilmen. Der hat innen drin eine Beschichtung, wo es normalerweise Öltank drin hat, zum Versiegeln. Und da funktioniert einwandfrei, dass man da jetzt kein Benzin reinlässt. Ich denke, das ist auch so eine Sache. Sache mit Licht und so. Gibt es ja noch eine Sondereinheit. Was ist das Problem? Wir haben keine Masse. Wir müssen jedes Kabel doppelt ziehen, vom Motor rauf und wieder ab, dass wir die Masse dort unten anschliessen können. Also es gibt keinen Metallrahmen, der leitet. Minuspol muss genauso aufgezogen, also die Masse wie der Pluspol. Was haben wir sonst noch so für Sonderheiten, wo wir sagen, ja, das haben wir letztes Mal vergessen zu erwähnen? Oder sind wir dann schon bald an einem Punkt, wo wir sagen, mal, jetzt haben wir es gesehen, jetzt müssen wir es anschauen, live anschauen? Also ich denke, das hätte man so oder so. Mhm. Weil ich glaube, ein Highlight, wo man sich nicht kein Golo. Aber etwas, was man vielleicht letztes Mal noch nicht gesehen hat, ist da zum Beispiel das Rücklicht. Da habe ich dort noch nicht hergestellt. Ja, was kann man so gross dazu sagen, ist im Prinzip einfach die Nachbauung vom Originalen. Es klingt so einfach. Einfach. Können wir vielleicht nochmal zum Tank zurück? Um die Füllungen fangen wir oben an. Also es ist ja alles eingefräst. Fangen wir mit der schwarzen Flagge an. Das ist das Einfachste, wie ist die reinkommen. Das ist ganz normal eingefräst oder CNC und dann haben wir es ausgegossen. Mit Flüssigkunststoff. Hm? Ja. Sport? Ist im Prinzip auch die gleiche Basis wie das Schwarze, aber es ist mit Kupfer. Was dort noch die Schwierigkeit ist, dass das Metall, also das Kupfer, wie sich mit dem Härter irgendwie ihre Reaktion bringt und das extrem schnell aushärtet. Also da sind wir beim Eingüssen am Hin- und Herrennen gewesen, dass das irgendwie mal noch gegangen ist.
Das Problem ist einfach, nicht diese Metalle wie Messing und eben auch Kupfer, die beschleunigen im Prinzip eine Oxidation, also die chemische Reaktion vom Titandioxid, nicht Titandioxid, erzähle ich, vom Isocyanat. Titandioxid ist weißes Pigment, nein, vom Härter. Vom Isocyanat, da wird beschleunigt und normalerweise hat man da für Schwarze, haben wir etwa 5 Minuten Zeit gehabt, zum Eingüssen, da vielleicht noch eine halbe. So ungefähr. Je mehr, dass man beigibt, umso schneller geht es. Und wir haben ziemlich viel beigeben. Das war ein bisschen eine sportliche Herausforderung, aber ist dann gegangen. Wenn wir jetzt auf die Seite gehen, gehen wir vielleicht auf die Vorderseite. Das haben wir letztes Mal schon ein bisschen gesagt und wir haben aber dort noch ein Geheimnis los. Wir müssen jetzt mal lüften. Das Zinn. Also, ich glaube, das, was die meisten gedacht haben, ist es eine Schrägfräsung gegen so keilförmig rein. Also, dass es eigentlich sich selber verkeilt drin. Grundsätzlich ist das nicht falsch, dass es sich selber verkeilt, aber nicht mit dieser Variante. Warum nicht? An der CNC hat man das fräsen. Und es ist immer so gefräst, dass wenn ich nachher den Tank schleifen würde, dass einfach die Schrift in sich kleiner werden würde, aber immer noch parallel zur Oberfläche bleiben. Und hätte ich das jetzt gegen aussen gemacht, wären da so kleine, feine Stellen vielleicht sogar zusammengekommen. Was ja dann auch nicht schön gewesen wäre. Und ist auch eine Fräsergeometrie-Geschichte. Also wenn wir vorstellen, für die, die ein bisschen handwerklich unterwegs sind, ihr bräuchtet ja einen Schwalbenschwanzfräser. Und der müsste ultra klein sein, dass ihr da rein könnt und noch links und rechts raus. Ja. Also einen Fräser haben wir dann einfach gerade so in der Schublade. Selbst ist dann das nächste Problem. Aber in dem Fall ist es jetzt V-förmig gegen innen gefräst. Und dann habe ich mit einem feinen Bohrer ziemlich weit unten Löcher in alle Richtungen gebohrt, wo es Zinn sich dann selber verkeilen konnte. Also das Zinn hat wie Wurzeln gebildet bei einem Baum eigentlich. Genau. Die ist so rein. Ja, und nachher, den Rest haben wir letztes Mal gesehen, eben geschliffen. Und in der Zwischenzeit ist alles natürlich noch lackiert. Hier darf ich noch mal kurz ein bisschen drüber. Gut, ich denke, da wäre es etwas. Da kommt dir jetzt gerne noch etwas in den Sinn. Das heißt, da müssen wir noch erwähnen. Jetzt nicht gerade so auf den Anhieb, aber wir könnten da glaube ich eine Stunde lang drum reden. Ist noch schwierig. Man kann wirklich eine stundenweise darüber reden und so. Ich würde einfach hier noch mal erwähnen, das ist mir wirklich ein wichtig und das ist mir auch ein bisschen ein Anliegen. Oft höre ich halt immer in dem Zusammenhang, ja, der Vater hat den Holzbildmunter gemacht, dann ist es keine Sache mehr. Also einfach im letzten Video haben wir sind wir schon darauf eingegangen, ich will das nochmal erwähnen. Nur weil ich schon mal einen Holzbildmunter gemacht habe, heisst das noch lange nicht, dass es keine Sache ist, noch einen Holzsport zu machen. Sonst alle da draussen, ihr habt die Videos. Ihr könnt alle die ganze Videoreihe anschauen vom Belmunder und fangen mal an und bauen das Holztöffel. Und dann wird ihr merken, dass das gar nicht so einfach ist. Ich sage, ich kann es nur nochmal sagen. Jeder Schreiner hat wahrscheinlich schon mal einen Kasten oder ein Bett gemacht und trotzdem machen die Lehrlinge halt wieder einen Kasten und ein Bett und dort redet niemand davon. Und da, weil es ein Töffel mal gegeben hat, wo man vielleicht ein paar Grundtechniken können übernehmen können, ist dann noch lange nicht keine Sache, um das Ding zu bauen. Und ich denke, auch die Stunden, die du da eingesteckt hast, wie viel sind es nochmal? 419,5. 419,5, also runden wir es auf, 420 Stunden. Wer von euch da draussen ist bereit, im dritten Lehrjahr 420 Stunden so etwas jetzt zu klopfen? Und das innerhalb von einem halben Jahr, muss man auch sagen. Das ist ziemlich genau jetzt ein halbes Jahr gegangen. Ja, ziemlich genau, ja. Ich weiss noch, wie wir im Sommer darüber geredet haben und ich dir gesagt habe, du willst jetzt nicht loslassen, wird das nicht mehr. Weil ich selber gewusst, wie sportlich das ist. Ihr könnt es ja abrechnen, wenn ihr 6 Monate, dann gibt das jeden Monat etwa 55 Überstunden. So, 60. Ja, irgendjemand hat mal reingeschrieben, in den Kommentar, es sind 17 volle Arbeitstage durchgehend. Also ohne Schlaf. Nein, sind noch mindestens 419 Stunden. Dann sind da 419, da also gibt es 5, gibt 6, gibt 7. Ja, gibt etwa 70 Stunden pro, wenn ihr richtig rechnet, 6 mal 7 gibt 42, ja. 70 Stunden pro Monat, also jeden Monat 70 Arbeitsstunden zusätzlich zu eurem Pensum machen. Und das ein halbes Jahr lang. Ich kenne Leute, die nach einer Woche zügeln, kaputt sind und eine Woche Ferien brauchen. Also so gesehen, denke ich, das muss man wirklich einfach auch mal zuerst schaffen. Und ich gratuliere dir da auch dazu und ich bin wirklich stolz auf dich, dass du das durchgezogen hast. Das ist in meinen Augen nicht selbstverständlich. Und ich denke, da ein bisschen Lohn an Aaron und das anschauen, an die Ausstellung und dort eine Bratwurst essen, das ist da, wo ihr eigentlich könnt ihm zurückgeben. Ich glaube, das ist etwas vom Schönsten, was du haben kannst. Natürlich einen Kommentar unten rein. Der freut dich auch. Freut mich auch immer wieder. Die folgen auf Insta. Auch da verlinke ich unten nochmal, verlinken, das letzte Mal schon. Weil es wird dann das letzte Projekt sein. Habe ich gehört. So auf dem Rand. Ja, irgendwo
flunkert man und redet man davon, dass noch weitere Projekte folgen und vielleicht werden sie ihr auch sehen. Also so gesehen müssen sie unbedingt auch abonnieren. Ja. Und Käppli, ich weiss nicht, willst du die auch irgendwann allenfalls mal verkaufen oder bleiben die? Wir haben jetzt mal ein paar Prototypen. Da will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ja. Also wir sind da wirklich noch, wir haben jetzt beide gesehen. Wir haben unsere Logos auf Käppli, wir haben ein paar Prototypen, ob wir die jemals rausgehen, wissen wir nicht. Es wäre aber mal interessant zu wissen, ob das für euch interessant wäre. Definitiv. Dass wir mal wissen, weil eins ist einfach nicht zu unterschätzen, das Ganze ist für uns Hobby. Und es ist ein Kostenpunkt, um das irgendwie halbwegs christlich können, nachher im Verkauf anbieten, müssen wir einfach eine gewisse Menge machen lassen. Und irgendwo haben wir beide keine Lust, um irgendwie dann nachher, eine, keine Ahnung, ein Palett voll Käppli im Keller und zu haben, niemand will es. Darum, könnt ihr mal noch reinschreiben, was daraus wird, werden wir sehen. Denken auch, ja. Also, so gesehen, danke, dass ihr da zugeschaut habt. Geniessen jetzt noch mal ein paar Bilder, die wir da jetzt einfach einfügen für euch. Wie gesagt, könnt ihr das anschauen am 12. bis 14. April. In Schwende. Schwende Innrode. Alles das schaut noch mal in der Beschreibung, ist noch mal verlinkt hier unten. Und da natürlich abonnieren nicht vergessen, folgen nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen für dich und einen Haufen Kommentare reinhauen. Das ist der Lohn für dich, wo da noch da könnt weitergehen und euch kostet nämlich nicht einmal etwas. Gut. Mal, so gesehen. Auch da vielleicht mal ein anderes Video. Ihr habt es euch auch gewünscht und ich glaube, es ist auch richtig so. Und wir hoffen oder wir können vielleicht erahnen, dass noch weitere Videos kommen zusammen mit dem Aaron. Hoffen wir es doch. Also, wir wünschen euch einen schönen Mittwochabend. In dem Fall. Macht's gut. Tschüss miteinander.